So, hi zusammen, heute wollte ich euch ein Video machen über mein Schminktäschchen. Also ich wollte euch zeigen, was alles drin ist. Weil das ist jetzt gerade passend, weil ich muss unerwartet für 2 Tage verreisen, muss den Flieger nehmen. Und dann wollte ich euch mal zeigen, was ich so Make-up-technisch mitnehme. Weil ich nehme nur das mit, was hier in dem Täschchen ist, weil ich werde nur Handgepäck haben. Und möchte nicht zu viel Platz verbrauchen. Und zeige ich euch mal, was drin ist. Also dieses Make-up-Täschchen, das ist eins von MAC. Keine Ahnung, es hat hier so ein blaues Bändchen drin. Weil ich glaube, jede Größe hat eine andere Farbe. Das habe ich schon lange, habe ich glaube vor zwei Jahren mal gekauft. Fangen wir mal an. Das sieht sich doch recht vollgestopft. Also, als erstes fällt mir in die Hand mein Bronzer Bahama Mama. Der ist so praktisch, weil der klein ist. Habe ich den als Bronzer mitgenommen. Dann meinen Artliner von Lancôme. Falls ich Lust habe, dass ich mir einen Eyeliner. Falls ich Lust habe, kann ich mir den Eyeliner ziehen. Als Blush habe ich von NARS Exhibit A mit dabei. Das ist ja so dieses Knallrot. Dann habe ich kleine Pinsel, 2. Das war einmal so ein kleines Set von Armani. Ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt noch draufsteht. Das ist fast nicht leserlich. Nein, sieht man nicht. Das ist zu komisch geschrieben. Ein Rouge-Pinsel und den werde ich wohl als Konturierpinsel benutzen für meinen Bronzer. Da eine kleine Mini-Ausgabe von meiner Foundation, 10 Miracle. Das ist ja die große, ja, das ist die kleine. Die ist recht praktisch. Nummer 03. Dann habe ich hier noch drin meinen von Manhattan Magic Duo. So. Mit dem habe ich euch auch schon einen Alltags- oder Schul-Make-up geschminkt. Das. Dann meine Lippenpflege von Nuxe. Keine Ahnung. Dann von Essence meinen Lieblings-Creme-Lidschatten, die Steal the Show, Nummer 3. Wie ihr seht, er hat echt eine Delle drin. Das hört ja nicht auf. Dann habe ich meinen Concealer von MAC, das ist Studio Finish. Meinen Augenbrauenstift von MAC. Einen schwarzen Kajalstift von Estée Lauder. Eine kleine Mascara von Hypnosdrama von Lancôme. Jetzt ein lustiges Bürstchen. Das ist ganz krumm. Seht ihr das? Dann habe ich noch ein Paintpot Painterly von MAC dabei. Und dann noch die letzten 2 Produkte. Das ist der Lippenstift von Lady Gaga. Und noch der Lipgloss Stay With Me von Essence. My favorite milkshake. Und dann ist es leer. Ja, und alles das hat dort den Platz. Ich bin jetzt selber überrascht. Und ja, ich werde nur das Make-up-technisch mitnehmen. Und ja, ich wollte euch mal einen kleinen Einblick in mein Make-up-Täschchen zeigen. Und eines der nächsten Videos wird sein, wie man Creme-Lidschatten aufträgt. Und mein Make-up-Tisch und meine Schminksammlung, falls euch interessiert. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit noch. Ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss.